Was ist das? Es ist ein gottverdammter Zombie-Tiger. Das geht eindeutig zu weit. Du scheinst vor ein paar Jahren schon mal darüber nachgedacht zu haben, ich werde bald 40. Was mache ich denn? Wohin will ich? Ja. Und es sieht so aus, als hättest du eine Art Bucketlist. Oder zumindest dir vor ein paar Jahren schon ein paar Ziele gesetzt. Unter anderem, Deutschland habe ich schon, jetzt mache ich Hollywood. Ja. Habe ich recht? Das ist gar nicht so schlecht so, wirklich. Mein Ziel war ja immer, zumindest Filme zu machen, die gar keine so Begrenzung haben. Ne? Und ich war immer interessiert an Amerika, weil es da auch herkam und war immer sehr Steven Spielberg-driven so. Ne? Und habe mir jetzt gedacht, ich bin jetzt 40, die nächsten 10, 15, 20 Jahre, warum nicht noch mal ein bisschen mehr in die Welt? Ne? Weil Deutschland ist toll nach wie vor, war auch toll. Werde ich auch immer meine Heimat haben, aber da draußen gibt es auch tolle Kollegen, tolle Regisseure, warum nicht? Und durch Netflix macht es jetzt gerade möglich. Du hast ja dann, also wenn man dann ein bisschen über dich liest, stehen dann da so Sachen wie, Matthias Schweighöfer hat seine Flugangst überwunden und du bist ja dann mit You Are Wanted erstmal international schon aufgefallen, aber wie war es denn dann für dich, ohne das jetzt schlecht meinen zu wollen, aber in Amerika musstest du jetzt erstmal wieder, da war es ja erstmal niemand. Und das war cool. Das war sehr cool, weil diese Underdog-Position war super. Das war totale Freiheit. Das war herrlich. Einfach mal wieder so total, also ich konnte halt machen, was ich wollte und alle waren irgendwie so, auch gerade am Set von Army, war es dann so, okay, who the fuck is this German guy? Und das war sehr, 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 sehr lustig und total frei. Wie gesagt, ich konnte machen, was ich wollte, weil ich ein weißes Blatt vor mir hatte und ich konnte anfangen zu schreiben. Abgefahren. Und du hast dann auch nochmal Englisch gelernt, ne? Oder? Ich habe danach nochmal richtig Englisch gelernt. Ja, ich habe nochmal angefangen von vorne, ne? Auch grammatikalisch ab und zu mal richtig zu liegen und nicht nur, you know, again what learned. Ja. Und wie war es für dich, mit Amerikanern zu arbeiten? Also ich meine, die sind ja noch mal ein bisschen anders, ne? Ja, ach, die waren, ich liebe die ja. Ich liebe Amerikaner auch gerade, weil sie immer erst mal sagen, how are you? Ne? Und ich mag das erst mal so, ey Mann, klasse Hose, wo kommt die her, aus Berlin? Oh, I love Berlin. Und dann aber erst mal hat es was total Positives. Ne? Und die Amerikaner waren toll. Und das Gute ist, die ganzen Schauspieler waren trotzdem so unterschiedlich. Eine gute Freundin von mir, die da mitspielt, die heißt Nora, die habe ich geliebt, Französin. Die Tochter von Dave ist ja eine Engländerin, Ella. Also es waren auch viele Europäer dabei. Also es waren gar nicht so viele Amerikaner, aber Dave war Knaller. Dave war großartig. Ich war früher auch Wrestling-Fan und dann steht Dave vor dir, dieser Hühne mit einem riesen Herz. Ja. Abgefahren. Und wie hast du das angestellt? Wie meinst du das? Ja, also ich meine, gut, du bist Matthias Schweighöfer, du hast deine Beziehungen, ne? Aber wie hast du das angestellt? Wie hast du Zack Snyder erobert? Ich habe einfach einen sehr guten Agenten gehabt in Amerika, der für mich Castings organisiert hat. Und ich war bei einem Casting für Christopher Nolan und bei einem sehr guten Caster. Und dieser Caster hatte auch für Zack gecastet. Und der hat dann gefragt, ey, zu meinem Agenten, kann Matthias bitte ein Tape machen? Und das habe ich abgeschickt, nie wieder was gehört. 2 Monate später kam you're in. Und ich habe gesagt, that's great, I'm happy. Und dann ging es auch schon nach Amerika. Ja, cool. Und dann hast du ihn wahrscheinlich so überzeugt, dass du auch nochmal gesagt hast, hey Zack, lass mich doch mal so ein Prequel machen. Tatsächlich hat Zack zu der Zeit You Are Wanted geguckt auch. Und er hat sich das angeguckt, was ich kann. Und dann kam irgendwann die Idee auch von diesem Prequel. Und dann hat er mich gefragt, ob wir das produzieren wollen zusammen. Er und seine Firma meine. Und hat gefragt, ob ich Regie machen möchte und spielen will. Und dann habe ich natürlich gesagt, warte, lass mich überlegen. Okay. Und das war cool. Ist auch immer noch nach wie vor vollkommen absurd, was da passiert ist die letzten 20 Monate. Hattest du das Gefühl, also ich meine, die Messlatte war ja sehr hoch und es ist ja dann nochmal so ein Stil,
Und man will da natürlich auch nicht verkacken, um das mal so zu sagen. Hast du zwischendurch verkackt? Oder? Ich glaube, ich hab zum Glück nicht verkackt, aber es ist schon echt interessant, wie stark die Leute, die in dieser Filmindustrie drüben da Filme machen, gerade Zack Snyder ist halt einfach einer der krassesten Regisseure der Welt, was die halt zur Verfügung haben, Filme zu machen, wie eine Vision sein kann und wie die umsetzen. Und die Möglichkeiten hatte ich dazu noch nie. Ich konnte noch nie drüber nachdenken, ein Filmset zu haben und alles mit Computer zu machen. Ne? Und zu sagen, ich stelle das dahin, okay, Matthias, du hast alle Möglichkeiten. Und das war erstmal ganz absurd. Und deswegen, man kann echt viel lernen, ist geil. Aber ich habe es zum Teil zum Glück nicht verkackt. Hoffentlich. Kommen wir nochmal ganz kurz zu deiner Figur, Ludwig Dieter. Ludwig Dieter, ja? Ludwig. Ich habe irgendwie gedacht, nachdem du auch in Resistance gespielt hast und halt auch durch You Are Wanted, ich habe irgendwie erwartet, dass du in eine andere Richtung gehst. Ja. Aber Ludwig oder Dieter ist sehr ähnlich wie die Figuren, die du vorher auch immer gespielt hast. Also vielleicht ist sie, oder das bist halt auch einfach du. Also dieser Humor und dieses, du weißt, was ich meine. Ja. Wolltest du das so oder war das dann so, dass Zack gesagt hat, so kenne ich dich und das brauche ich jetzt? Er hat ja nie, er hat auch die ernsten Sachen gesehen, Resistance und You Are Wanted. Und das war so lustig, ich wusste halt so, okay, hier gibt es dann so Vorurteile von den lustigen Sachen und ich habe nur Anfragen gekriegt für Nazis oder für Nazis oder für Leute aus dem Osten oder für Nazis. Und auf einmal kam die Anfrage, ey, du kannst mal richtig deinen Humor hier in Amerika auf den Tisch hauen. Und ich dachte mir, okay, warum soll ich das nicht machen? Mal gucken, wenn die über mich lachen können, wäre es ja der Wahnsinn. Und die haben wirklich, und die kannten mich da ja wirklich gar nicht, niemand. Alle dachten sich, wer ist denn dieser Typ? Und ich hatte den ersten Drehtag mit Dave und ich habe so absurdes Zeug improvisiert, dass der so oft lachen musste und dies hat die Szene abgebrochen, dass alle erstmal wussten, ah cool, der Typ ist echt einfach wirklich lustig. Hä, der kommt aus Deutschland? Ist ja interessant. Und ab da waren irgendwie so alle Türen offen. Das war irgendwie schön. Glaubst du, dass du vielleicht auch aus deinen Erfahrungen jetzt, also aus den internationalen Erfahrungen, etwas mit nach Deutschland nehmen kannst, was auch deine Produktionsform angeht und deine Art und Weise zu arbeiten? Ja, also absolut. Ich glaube auch, ich habe total viel mitgenommen, auch gerade was die Kameraabteilung angeht und Ausstattung und so. Und Skript auch noch, das, wo ich halt auch sagen möchte, selbst wenn ich ernste Sachen mache, will ich sie wirklich zu 100% ernst machen. Oder wenn es lustige Sachen sind, zu 100% lustig, auch so einfach eine Filmwelt kreieren, ne? Hier oftmals, wenn man auf Suche geht für ein cooles Set, sagt man, ich brauche so ein cooles Loft in Berlin. Und dann stehst du wieder in irgendeinem Loft und denkst dir, das ist ein cooles Loft. Aber mal zu sagen, ey, wie sieht ein gruseliges Haus aus? Oder ne, wie kann man so ein gruseliges Haus bauen? Irgendwas so am Ende der Straße in Berlin. Und wenn ich jetzt so eine Filme mehr machen würde, würde ich mich eher darauf auch konzentrieren, zu sagen, okay, ich kreiere das, die ganze Welt. Was steht denn noch so auf deiner Bucketlist? Bis 50. Also genau, ich habe gesagt, ab 50 würde ich gerne, so falte ich jetzt so für den Oscar. Da habe ich mir vorgenommen, den Oscar will ich da auf jeden Fall packen. Und mit 55 dann den zweiten. Und vielleicht auch in L.A. Einfach ein bisschen den Highway 1 lang fahren und irgendwo so in so einen Drive-In sich einen Burger holen. Und ich möchte gerne noch was machen für die Menschheit, was wirklich hilft. Das weiß ich aber noch nicht genau was. Das kommt jetzt im nächsten Abschnitt in den nächsten 40, 50 Jahren. Okay. Ganz schnell noch, wir haben diesen Hashtag Film ist Liebe. Ja. Und ich bitte am Ende eines Interviews immer meinen Gesprächspartner, Liebe zu ersetzen mit einem Wort, das du spürst. Film ist... ... Freiheit. Besser noch, Film ist Musik. Das finde ich schön.